Das Orangejahr hat uns allen gezeigt, wie verletzlich wir sind und wie schnell unser Leben aus dem Gleichgewicht kommt. Vor 314 Tagen war die Welt für uns in Europa noch ziemlich normal. Doch auf einmal überschlugen sich die Ereignisse und wir steuerten in den ersten Corona-Shutdown. Halt, lass uns doch am Anfang des Jahres beginnen. Mein 2020 begann genauso wie mein 2019 Ende. Doch während meines Skiurlaubs im Februar hat sich die Lage zugespitzt. Innerhalb von einer Woche wurde das Coronavirus so dominant, dass 2 Wochen später im März die Schulen schließen mussten. Die Aufgaben bekamen wir nun übers Internet. Und ich habe die Zeit genutzt, um Neues auszuprobieren. Nach 15 Wochen Homeschooling durfte ich dann endlich wieder in die Schule und Freunde treffen. Doch die Corona-Krise war noch nicht überstanden. Im Sommer ging es dann 3 Wochen mit dem Wohnmobil durch Südnorwegen. Dabei habe ich viele unfassbar schöne Fjordlandschaften, einige der Top-Sehenswürdigkeiten und vieles mehr gesehen. Das war die beste Zeit in diesem Jahr und gewisserweise auch die einzig relativ normale Zeit. Doch Corona war noch nicht komplett überstanden. Nach den Sommerferien ging es wieder weitestgehend normal in die Schule, bis kurz vor den Herbstferien eine Maskenpflicht für den gesamten Schulbetrieb eingeführt wurde. Die Tage wurden daher immer monotoner, besonders nachdem auch noch der Lockdown Light eingeführt wurde. Gegen Ende des Jahres habe ich ein kleines Projekt mit vielen Dingen, die ich über das Jahr mir selbst beigebracht habe, begonnen.
Dabei geht es vom Greenscreen über Farbbearbeitung bis hin zur Verwendung von 3D-Modellen in meinen YouTube-Videos. Letztendlich hat mir das Jahr 2020 gezeigt, dass das Leben jeden Moment eine dramatische Wendung nehmen kann. Vielleicht können wir nicht direkt alles verändern, aber durch unsere Entscheidungen und Handlungen können wir den Verlauf immer wieder verändern. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 und startet gut ins neue Jahr. Passt auf euch auf und bleibt alle gesund.